So, mein Lieben, wie ihr seht, drehen wir jetzt mein Q&A. Aber das wird so ein richtig kleines, kurzes Q&A. Der Rest wird halt so wieder mein Vlog. Also das wird sowas wie ein Vlog-Q&A. Ich habe nicht viele Fragen, ich habe nur diese kleinen Fragen, die mir gestellt wurden unter meinen Videos. Die werde ich kurz beantworten. So, mein Lieben, die erste Frage ist, ob ich noch zur Schule gehe. Also ich mache meine Ausbildung zur Friseurin. Da gehe ich halt von Dienstag bis Samstag immer arbeiten. Von entweder 9 bis 18 Uhr oder 10 Uhr bis 19 Uhr. Das ist immer diese Spätschicht, Frühschicht, Spätschicht, Frühschicht. Aber einen Tag in der Woche gehe ich immer zur Schule. Deshalb kann ich auch immer mittwochs sozusagen ein Video hochladen, weil ich mittwochs sozusagen, ich gehe mittwochs immer zur Schule. Von 7.45 Uhr bis 14.45 Uhr bin ich immer in der Schule und danach habe ich halt nichts zu tun, deshalb kümmere ich mich immer um YouTube danach. Und deshalb kann ich halt mittwochs immer ein Video drehen und hochladen. Aber da jetzt Ferien sind, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, da jetzt Ferien sind, kann ich ja jetzt gerade mittwochs keine Videos hochladen, weil ich den ganzen Tag arbeiten muss. Und ja. Also ja, ich gehe zur Schule noch, aber das ist halt nur ein Tag in der Woche dazwischen, wo ich arbeite halt. Und ja. Woher kommt meine Name? Also ich habe hier eine Narbe. Leute, ohne Witz. Ich dachte immer von so, als ich noch klein war, als nachdem ich die Narbe hatte, als ich noch klein war, dachte ich immer, ich weiß, das ist voll dumm, aber ich dachte halt immer, dass ich irgendwie mit meiner Cousine zusammengekracht bin, mit der Nase, und wir beide unsere Nasen gebrochen hatten und dass die Narbe wohl von da kam. Aber ich glaube, das war nur ein Traum und ich dachte irgendwie jahrelang, das wäre wirklich so passiert. Und ja, aber danach hat meine Mutter mir erzählt, dass ich wohl echt mega klein war und ich habe wohl auf dem Bett geschlafen. Früher hatten wir ein ganz anderes Bett, so viel größer halt. Und ich habe halt im Bett auf dem Bett geschlafen und die waren halt alle im anderen Zimmer. Und dann bin ich wohl herumgerollt. Ihr kennt das ja, wenn man schläft, dann bewegt man sich ja die ganze Zeit. Und ich bin wohl runtergefallen und an diese Bettkante, so eine Bettkante, bin ich dran geknallt mit meiner Nase. Und ja, dann habe ich wohl angefangen zu bluten. Und hier war so eine fette Wunde. Aber ich glaube, meine Mutter hatte mir erzählt, dass ich gar nicht geweint habe. Also ich habe fast gar nicht geweint, hat sie mir, glaube ich, erzählt. Ich bin nicht mehr sicher. Und ja, von da kommt meine Narbe. Kannst du Reaktionsvideos drehen? Kann ich machen. Denke ich, ja, ich könnte es machen. Aber, also keine Ahnung, also ihr müsst mir irgendwas vorschlagen. Ihr könnt mir gerne über Instagram irgendwas schicken oder irgendwas vorschlagen, wo ich halt drauf reagieren könnte. Ja. Die letzte Frage ist, mein Schwager. Jemand hat gefragt, warum er schon mit 20 verheiratet ist. Wie das dazu kam, wie ist das? Also meine Lieben, ich werde nicht drüber viel reden, weil das eine Familiensache ist. Er ist erstens nicht verheiratet, das muss ich schon mal sagen, er ist verlobt. Also die beiden sind verlobt, die werden natürlich heiraten, aber die sind nur verlobt. Aber ich nenne ihn halt schon mal Schwager, weil ich will nicht zukünftiger Schwager sagen, das hört sich behindert an. Ich sag Schwager, so, weil er schon mein Schwager ist für mich, sozusagen. Das bedeutet, er ist noch nicht verheiratet. Klar, das ist früh, diese Verlobung ist früh mit den beiden, aber ich meine,
Das ist deren Sache. Ich dachte mir auch immer, ich hab voll Bock so mit. Also ich will es eigentlich immer noch so haben, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also ich wollte mich auch immer schon mit 2021 verloben und danach mit 21 oder sowas 22 heiraten. Mit 20, früher sogar mit 20, aber jetzt nicht mehr so ganz. Jetzt sind es eher so 21, 22 und so mit 25 oder sowas wollte ich Kinder bekommen. Davor, dazwischen wollte ich erstmal mein Leben genießen. Ja. Das war's mit dem Q&A, Leute. Wie gesagt, weiter geht's mit dem Video. Was? Hast du noch mal so ein Video? Mit dem... Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Willkommen in meinem Vlog. Willkommen zu Sexkarantäne 2.0. Ja. Auch du machst es schön. Sag mal hallo. Hallo, mein Name ist Friends, ich bin mit dem Sewe und ich bin offiziell dran. So Leute, vergesst nicht eure Nahrung, vergesst nicht bitte zu nehmen. Das ist sehr wichtig, ich mein's voll ernst. Bei mir ist das Nikotin. Ich werde jetzt dieses Puzzle puzzeln, da ich nichts zu tun habe. Und diese Scheißdinger 3000 Teile. Wie gesagt, Leute, ich habe ja schon ein bisschen angefangen gehabt. Da sind die Teile. Ja, das mache ich später. Ich spiele jetzt mal PS4. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. Leute, schaut mal, wie weit ich gekommen bin. Ich habe schon die Ränder fertig. Da mache ich gerade einen Teil fertig, ein Gebäude. Und ja, ich muss morgen wieder arbeiten, deshalb muss ich das heute hinkriegen. Er schießt jetzt einen Attentäter. Jetzt kommt ein Schloch. Aha, du hier. Da ist er. Scheiße. Ja, die schiebt mir. Kennst du den Jacob? Ja, zum ersten. Diese Wundermann oder was? So, meine Lieben, wir machen gerade türkischen Kaffee. Eine von euch kennt da, unter einem da, genau da, wo ich bin. Und dann beide, bak, hepimiz aynı anda kaldık, kendimize doğru çekeceğiz. Los! Hadi! Eins, zwei und drei. Das war's mit dem Vlog, mein Lieben. Vergesst nicht, dass ich euch liebe. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Ich werde auf jeden Fall mir mehr Mühe geben in der nächsten Zeit, damit die Videos auf jeden Fall immer besser und besser werden. Naja, wie gesagt, ich liebe euch. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.